Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind gerade wobei, ich weiß gar nicht, wo wir gerade bei sind. Wir haben hier immer noch ein paar Quests mit den alten Hippies. Ja, ich würde sagen, nehmen wir mal an, denn ich befürchte wirklich, dass ein Kommandante, den wir erst dann bekommen, wenn wir alle Quests mit ihm durch haben. Können wir einmal auf die Karte gucken. Okay, ja, das ist doch ein Stück noch von uns weg, ne? Sagen wir, gehen erstmal hier hin. Da kommen wir doch mit Sicherheit von da oben irgendwie dran, ne? Da bin ich mir ziemlich sicher. Dass wir da dann irgendwie runterhüpfen können, da drauf hüpfen können, keine Ahnung. Vorhin sind wir dran vorbeigelaufen, da war es einfach zu hoch. Ich denke mal, dass wir jetzt von oben da vielleicht irgendwie auf die Position irgendwie hinspringen können. Oder uns abseilen können oder sowas. Jo. Ach komm schon, echt jetzt. Ah. Okay. Der Grundgedanke war gut, die Umsetzung. Ja. War mal so typisch Far Cry, ne? Dümmsten Tode, die irgendwie, keine Ahnung, jedem mal irgendwie passieren. Du kannst auch 10 Meter Steilwand darunter fallen, weißt du, da brichst du dir 20 Knochen, renkst die einmal kurz ein, stehst wie offen gut ist. Bei 2 Meter, die runterfällst, tot. Genickbruch. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, womit das zusammenhängt. Aber okay, dann machen wir das Ganze halt nochmal. Wir wissen jetzt, wo wir lang müssen. Wir wissen auch, wie wir da nicht lang müssen. Meine Idee war ja eigentlich noch den Fallschirm zu öffnen. Nur war das Ende ja gerade vom Absprung so kurz, dass der nie im Leben noch aufgegangen wäre. Dass mich dann hier dahin reist, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja, gut, okay. Oh Gott, jetzt muss man mit dem Pelikan hinterher laufen. Ja, das ist ja super. Das kann nur in die Hose gehen, oder? Habe ich gerade echt so das Gefühl. Hallo. So, und den muss ich jetzt irgendwie füttern. Oder wie? Okay.
Ja, das ging doch ganz easy. Zum Glück. Ich habe das echt schon fast als Katastrophe gesehen. Das muss man nochmal füttern. Nur wie kommen wir davon hier weg? Hier können wir ja nicht fliegen, ne? Das heißt, wir müssen ziemlich schnell hinterherlaufen. Das Ding nehmen wir auch nochmal mit. Wo ist das andere Ding hier? Wo ist das andere Ding? Scheiße, hier war noch so eine dumme olle Urne gerade. Gott, wie ich sowas hasse, ne? In welchen Viechern hinterher zu jagen. Ja, einfach mal komplett durch und auch hier fehlt der komplette Motorsound. Ich verstehe das gar nicht. Was ist denn hier los? Was ist denn hier so dermaßen gerade verbuggt, dass mir das alles plötzlich fehlt? Okay, da frage ich mich, warum ist der olle Vogel denn jetzt echt da runter geflogen, wenn er doch jetzt eigentlich wieder hochfliegt? Das war doch eigentlich dann vom Ursprungsziel gar nicht so weit weg. Aber das ist so irritierend, ne? Wenn der scheiß Motorsound nicht da ist. Es ist so dermaßen irritierend. Oh, echt, jetzt geht das hier in die nächste Runde? Nee, er nicht. Nee, er nicht. Nee, ist er nicht. Ist er einfach nicht. Und nun kletter da doch hoch, Mensch! Du dummer Idiot, ey! Ey, er macht den Fallschirm nicht auf. Er macht diesen fucking Fallschirm nicht auf. Ey, ich hoffe, dass die Leute echt schwer machen wollt, ne? Macht einfach sowas. Da kannst du B drücken, wie du willst. Ne, mach da nicht. Mach da einfach nicht. Mach da nicht. Nein. Nein, will er nicht. Will er einfach nicht. Das ist doch nicht normal. Ich hätte ja sogar einen geilen Absprung vom Dach oben gehabt, aber ne. Jetzt von ganz vorne, ey, dein fucking Ernst. Oh. Ey, das ist doch nicht. Echt jetzt. Hier, friss das, du Drecksvieh, ey. Ja, flieh, ey. Flieh. Flieh. Komm bloß nicht wieder. Du Kackvieh. Ja, genau. Und jetzt... wegen diesem verfickten Handy legt er natürlich den Rings View nicht an. Genau, aber ich hab das Handy auch nicht gedrückt, ey. Auf jeden Fall nicht wissentlich. Ja, es ist zum Kotzen, ey, ja. Fick dich doch mit der Schatzsuche. Fick dich doch, fick dich doch, fick dich doch. Fick dich doch, ey, mit dieser verfickten, dreckigen Schatzsuche, ey. Fick dich doch einfach. Boah, ist das eine, ey, da... Nö. Nö, einfach, einfach nö. Nö. Nö, einfach echt nö. 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 Wo ist denn jetzt eigentlich dieser dumme Schniedelwutz hier mit seiner
Mit seinem scheiß anderen Waffen. Was ist denn der? Geht mir echt kurz so ein bisschen auf den Zeiger, ne? Hätten sie Steuerung, die echt perfekt war, hätten sie die nicht auf Teufel komm raus, auf irgendeine Scheiße hier anpassen wollen, müssen, was auch immer für ein Rotz, ne? Dann wäre das echt so viel geiler. Das ist echt das Einzige, was ich hier total bemängel. Die scheiß Umstellen der Steuerung. Das ist wirklich der unnötigste Rotz, den sie machen konnten. Juans Waffen. So. Wirklich der unnötigste Scheiß. Vor allem, wenn es dann noch nicht mal funktioniert. Es dann einfach nicht funktioniert. Mit Wingsuit hast du vorher eine andere eine entgegengesetzte Stick-Belegung gehabt. Jetzt musst du nach oben. Früher konntest du nach unten, um dich aufzurichten. Und umgekehrt. Es ist alles ein verrückt werden. So. Ich weiß nicht, muss ich mit ihm jetzt quatschen deswegen? Oder nicht? Oder ja oder nein? Ja, es ist geil. Es ist wieder keine Stimme da. Was ist denn hier los? Verstehe ich nicht. Ja, der Discus Locus, okay. Ich kann mir erst nicht behelfen, ich weiß nicht, was ich hier nehmen soll. Vielleicht ist das auch mit dem Feuer gar nicht so verkehrt. Und wir nehmen das jetzt mal einfach hier. Komm, und den nehmen wir, weil es so bekloppt ist. Weil es einfach so bekloppt ist. Ach, scheiß drauf, ganz ehrlich. Scheiß drauf. Wo ist das olle Ding hier, ne? Der ist das hier. Oh, ausrüsten. Komm. So. Haben wir hier einen Mod zur Verfügung? Ne, haben wir nicht erklärt. Dann können wir auch noch mit Sicherheit erstmal einen. Ja. Das sieht schon mal besser aus. Das Ding sieht noch mal besser aus. Ja. Ja, das ist was. Junge. Okay, da können wir auf jeden Fall schon mal nichts mehr verändern. Also, was haben wir denn hier so bei. Ach genau, die M9.
Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob der es echt besser ist als die Pistole. Macht auf jeden Fall wesentlich mehr Schaden, ne? Ja. Ja, keine Ahnung. Da kommt es darauf an, ich glaube nicht, ne? Wir müssen es eh irgendwann, glaube ich, wahrscheinlich alle kaufen. Ich habe keine Ahnung. Ist gekauft, fertig. An Uran kommen wir mit hier nochmal dran. Da sehe ich jetzt auch nicht das allzu große Problem. Und dann gucken wir nochmal auf die Karte. Das Ding nervt mich echt an. Das nervt mich gerade echt an. Ne, Moment. Das war ja das Ding hier, ne? Ja, genau. Was haben wir hier? Okay. Dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal eine Schnellreise, ne? Ganz fix und unkompliziert. Okay, jetzt können wir hier gerade mal gucken, ob wir hier schon wieder mit durch sind. Noch nicht, nur eine halbe Stunde. Okay. Ja, und Kommandanten haben wir wahrscheinlich dann auch nach wie vor noch kein Ziel gekriegt, ne? Genau. Ich bin mir echt sicher. Dass einer hier aus dem Lager ist. Die berüchtigte Figur der Revolution. Das können doch nur die 76er sein, oder? Schließe die iranische Geschichte Big Papi im kleinen Yara auf der Insel. Nee, auf der Isla del Duende ab. Isla del Duende. Wo ist denn Isla del Duende? Isla del León. Verdammt, ist das riesig, wenn man bedenkt, wie scheiß wenig ich hiervon mal gerade frei habe. Das ist einfach so riesig. Ich habe gerade nicht mal das echte Plan, wo das ganze Ding hier ist. Okay, Notizbuch. Mag das vielleicht das hier sein? Nein, oder? Beifahrer.
Ich glaube, wir switchen dann mal einfach da rein. Wenn ich nur wüsste, wo uns das hinführt. Das Problem ist, dass mir auch gar nicht angezeigt wird. Ist ja voll toll. Da setzt man eine Quest aktiv. Aber es wird ja nicht angezeigt. Okay, keine Ahnung. Dann werden wir uns hier da vorne das Ding ist irgendwie mal. Mal gucken, ob wir das Ding jetzt mal abgeschlossen haben. Alles andere macht ja gerade irgendwie auch keinen Sinn hier. Dummes Rumgesuche, dummes Überlegen. Voll ja Blödsinn. Gucken, dass wir hier ganz nach oben irgendwie hinkommen. Was ein Scheiß. Ehrlich. So ein Blödsinn hier. Ja, toll. Also hier muss ich auf jeden Fall hoch. Gott, 10 Minuten glaube ich. Oder 5. Ich habe keine Ahnung. Waren es vielleicht doch nur 3? Vollkommen. Gefühlt desorientiert hier irgendwie unterwegs. Voll blöd. Voll blöd. Aber ich meine, wer kennt es nicht? Ganz im Ernst, wer kennt es nicht? Wenn man irgendein Spiel blind läuft, dass man dann auch mal irgendwo hängt und einfach nicht mehr weiter weiß oder weiß, wo man ansetzen soll. Ich glaube, das kennt jeder von euch. So, aber endlich hier sind wir gleich da. 100 Meter. Na gut. 150. So, da bin ich mal gespannt, solange wir jetzt nicht in einem dummen Vogel wie hinterher fliegen müssen, ne? Solange ist, glaube ich, alles tutti und alles easy und. Oh, das erinnert mich so an New Dawn. Um Gottes Willen, ey, warum denn auch hier so ein rosa Screen? Das verstehe ich nicht. In New Dawn absolut mit übertrieben, da denkst du echt, wir waren vollkommen auf Drogen. Als sie den Teil gemacht haben und jetzt sehen wir den ganzen Rotz hier auch nochmal. Verstehe ich nicht. Warum? Warum? So unnötig. Okay, wir haben keinen Strom. Das heißt, wir brauchen mit Sicherheit hier viel Strom, damit wir hier reinkommen. Und da ist das dann drin, ne? So, wollen wir noch mal gucken hier. Drei Schalter trennen dich vom Geschenk. Ja, das ist voll toll. Drei Schalter. Das Problem ist. Hier geht ja auch kein Stromkabel weg, ne? Dass man jetzt irgendwo wusste, alles klar, hier muss ich hinlaufen. Hier kriege ich nochmal irgendwie Strom weg oder sowas. Da kann ich eine Verbindung aufbauen. Wie läuft das denn alles hin? Jetzt habe ich nicht mal mehr. Pistolen-Sound. Alter, was ist denn hier gerade los bei dem Spiel? Das
ist hier mal gerade echt ganz komisch. So, ich denke mal, hier müssen wir dann auch irgendwie in alle drei Häuser rein, ne? Dann haben wir jetzt einmal Strom, der ist an. Ich denke mal, hier waren wir jetzt auch drei Gebäude. Ziehen nehmen wir natürlich noch mal mit. Das nehmen wir auch mit. Also, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier reinkommen. Ah, jetzt die Frage, wie? Wow, was habe ich denn gerade für einen Satz gemacht? Wieso brennst denn da? Chorizo, hast du da Mist gemacht? Hast du ihn zwitschern lassen? Oh, da drin wird gerade alles zerstört. Das ist immer nicht gut, ne? Okay, also. Wie komme ich da jetzt rein? Oder vielmehr die Frage, muss ich denn hier jetzt wirklich gerade rein? Da waren wir gerade eben drin. Da haben wir Strom gemacht. Okay, hier haben wir einen zweiten Strom. Der ist an. Und wahrscheinlich haben wir dann hier den dritten, ne? Ich stelle es mal von aus. Da kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Da komme ich aber von da auch nicht hochgeklettert. Nee, da kann man nichts kaputt ballern. Irgendwie, ne, kommt auch nicht durchs Dach durch, hätte ich jetzt gedacht. So, jetzt haben wir zweimal Strom. Einmal fehlt noch. Jetzt wusste ich, wo das wäre. Ja, wo ist der dritte Schalter? Wahrscheinlich hier nicht auf den Schalter aus, oder? Irgendwie ist das gerade ganz merkwürdig mit dem Sound. Verstehe ich gar nicht, warum der plötzlich hier komplett weg ist. Das ist mir echt ein Rätsel. Nee, da waren wir ja vorhin drin, ne? Nur wie komme ich jetzt hier rein? Das Feuer hat sich gleich schon durchgefressen. Ist dadurch gerade irgendeine Tür oder sowas kaputt gegangen? Ach, guck mal an, hier. Hier komme ich da wahrscheinlich irgendwie rein, ne?
Jo. Okay. Perfekt. Einmal Feuer ausmachen. Au, 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 au. So. Da haben wir den dritten Schalter. Und jetzt sollten wir doch eigentlich sehr problemlos durchkommen, ne? So, wo war das hier? Ich denke mal, doch, das war hier, ne? Alle drei aktiv. Ah, jetzt klar, logisch. Muss ich natürlich auch anschalten. So, geil. Geschafft. Können wir das Ding hier auch abschließen, Haken dran machen. Sehr geil, was haben wir denn hier drin? Uiuiuiui. Sind Wünsche. Handgelenk, okay. Noch eine Schrotflinte. Ja, okay, da können wir ja gerade mal gucken hier. Das gab ja jetzt doch schon ordentlich dabei. Das fand ich schon gerade gar nicht so schlecht. So, was hat man hier jetzt mit bei? Da war eine neue Schrotflinte mit bei. Okay. Ja, nee, das ist selbst nicht so relevant, würde ich mal gerade sagen. Was haben wir denn hier noch bei Bricht? Guck mal, wir haben eine neue Lackierung bei Bricht. Ja, da waren wir einfach drauf. Scheiß drauf. Ja, was war haben? Was haben wir? Ja, geil. Da würde ich sagen, im nächsten Ding widmen wir uns mal irgendwie, glaube dem Ding hier. Dann würde ich sagen, danke fürs dabei gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Kommentar da, würde ich mich auch über freuen. Und gerne ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Und wenn ihr Bock habt, seid morgen Abend wieder mit dabei. Bis dahin und ciao.